Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und, das habe ich bei der letzten Folge nicht gesagt, jede Menge gefährliches Halbwissen. Ich bin's, der Max, auch dieses Mal wieder alleine am Mikrofon. Eine weitere Folge zum House of Horror Oktober gibt es jetzt. Ich habe geschaut House of Wax von 2005 von Jaume Coyet-Serra. Aber bevor ich zum Film selbst komme, noch mal ein paar allgemeine Anmerkungen, wie immer. Der Horror Oktober von der CineCouch initiiert. Guckt auf cinecouch.net, da gibt's alle Infos und alle Teilnehmer, alle Listen, alle Filme und so weiter und so fort. Und bei Twitter mit dem Hashtag Horror Oktober ist auch jede Menge zu finden. Ja, ein Nachtrag noch zur Bride of Frankenstein-Folge. Die habe ich, glaube ich, im dritten oder vierten Anlauf dann endlich hinbekommen. Deswegen ist die vielleicht auch teilweise ein bisschen unsortiert. Manches habe ich dann auch vergessen, was ich bei den ersten oder bei der zweiten Aufnahmerunde schon gesagt hatte. Das wisst ihr dann natürlich nicht, was ich da gesagt habe, weil es ja eben nichts weiter gibt. Das hatte verschiedene Gründe. Einmal habe ich vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Einmal gab es noch Besuch und so weiter und so fort. Das Übliche. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt hier gleich beim ersten Anlauf klappt. Ohnehin finde ich, dass so ein Solo-Podcast quasi die Königsdisziplin ist. Ich bin immer ganz froh, mit Christian das eigentlich zu machen oder mit mehreren Leuten zu reden, weil man dann ja genau einen Gesprächsfluss hat, während man hier als alleiniger Sprecher sich ja immer darum kümmern muss, was sage ich und welchen Punkt will ich vielleicht noch besprechen. Das heißt, ich habe mir jetzt auch tatsächlich mal Notizen gemacht. Das mache ich eigentlich gar nicht, beziehungsweise das mal ganz, ganz selten bei unseren regulären Wiederaufführungsfolgen gemacht, damit es hier einigermaßen flüssig rüberkommt. Ja. Wie schon bei Bride of Frankenstein habe ich auch bei House of Wax geschaut, wie es denn bei den anderen Horror-Oktober-Teilnehmern aussieht, ob irgendjemand diesen Film in seiner Liste hat. Und die Anzahl der Horror-Oktober-Listen mit House of Wax liegt bei 0,3. 0,3 deswegen, denn es gibt den Letterboxd-User Stefan mit PH bei Twitter als die Academy oder auch, wenn es komplett Englisch ist, The Academy. Das darf wahrscheinlich jeder selbst entscheiden. Unterwegs ist und Stefan hat eine Pre-Horror-Oktober-Liste aufgestellt mit, glaube ich, knapp 20 Titeln. Da war House of Wax dabei. In seiner finalen Horror-Oktober-Liste selbst ist dann allerdings kein House of Wax mehr dabei. Allerdings sind da auch ein paar Filme drauf. Dann hat der Stefan in seinem Blog eine ersten Horror-Oktober-Beitrag geschrieben, aber die Filme, die da erwähnt sind, sind dann wiederum nicht auf seiner Horror-Oktober-Liste. Deswegen bin ich nicht sicher, ob House of Wax nicht vielleicht noch bei ihm während des Horror-Oktobers gesichtet wird. Ansonsten, wie gesagt, herrscht da so ziemlich gähnende Leere, was diesen Titel angeht, der quasi, soweit ich das ermittelt habe, das zweite Remake ist eines Films von 1933 von Michael Curtis, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, also auch ein House of Wax-Film sozusagen, der hieß im Original, jetzt muss ich mir ganz schnell nachgucken, da, Das Geheimnis des Wachsfigurenkabinetts ist der deutsche Titel des Films gewesen und Mystery of the Wax Museum, Michael Curtis 1933 unter anderem mit Fay Wray. Das war sozusagen der erste Film in dieser Richtung. Dann gab es 20 Jahre später, 1953, ein erstes Remake, House of Wax, der Originaltitel da, und Das Kabinett des Professor Bondi, der deutsche Titel, Vincent Price in der Hauptrolle, Regie André de Toth oder Toth, keine Ahnung, wie man den genau ausspricht, die sich da nochmal dieses Stoffes angenommen haben. Und dann eben 2005, unter anderem Joel Silver als Produzent ja mit dabei, bei diesem relativ neuen Film und auch Robert Zemeckis. Kann man sich nun denken, was man möchte. 2005 House of Wax. Ja, ich habe so ein, zwei Reviews zu dem Film überflogen, die da meinten, naja, da spielen eigentlich keine bekannten Leute mit. Da muss ich natürlich direkt Einspruch erheben, denn Chad Michael Murray mag vielleicht nicht der allergrößte A-Star sein, aber mir ist er als Name geläufig und auch das Gesicht, finde ich, kennt man. Bei der weiblichen Hauptrolle Elisha Cuthbert, muss ich gestehen, die sagt mir tatsächlich nicht so viel. Die scheint bei 24 irgendwie mitgespielt zu haben. Und wen ich aber natürlich kenne,
abgesehen von Paris Hilton, ist Jared Padalecki, der Supernatural-Darsteller Sam. Und in Supernatural, musste ich nochmal nachgucken, wann das war, in der Staffel 5, wurde auch ziemlich stark eben mit House of Wax gespielt. Da spielt dann auch Paris Hilton eine Rolle in der Folge. Und Dean erwähnt, dass er House of Wax gesehen hat, während Sam dann sagt, er hat diesen Film nie gesehen, er hat sich also nicht selbst sehen können, wie er diese Rolle gespielt hat. Ja, worum geht es in House of Wax? Völlig überraschend, um ein Wachsfigurenkabinett, um ein Wachsmuseum irgendwo in der Pampa, in dem Ort Ambrose. Und ja, wie sich das so für einen normalen Slasher-Horrorfilm gehört, eine Gruppe von Jugendlichen stolpert da aus Versehen rein und dann wird kurzer, flüssig heißer Prozess mit ihnen gemacht. Ja, ich glaube, ich erwähne da gar nicht viel weiter zu dieser Geschichte. Es sind halt zwei Pärchen und zwei Typen noch dazu und ja. Der Aufhänger dieser Geschichte ist irgendwie ja, recht beliebig gewählt, würde ich sagen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Was ich tatsächlich sehr interessant finde, ist diese Idee von diesem Wachsfigurenkabinett, beziehungsweise wie sich dann im Laufe der Geschichte herausstellt, dass nicht nur in dem House of Wax selbst Wachsfiguren sind, sondern noch an anderer Ort und Stelle. Was ich für einen sehr, sehr interessanten Einfall halte. Und da wir uns noch so in einer Zeit befinden, in der man eher ein Handy hatte, wenn überhaupt, als ein Smartphone, ist das auch ein Film, der da auch noch relativ gut funktioniert. Heute wäre das, glaube ich, schon wesentlich schwerer, was so das Thema angeht. Wo ist diese Stadt? Was ist diese Stadt? Und alle solche Dinge, da hätten die Drehbuchschreiber heute wahrscheinlich viel stärker dran zu knabbern. Müssten wahrscheinlich wieder irgendwie leere Akkus sich ausdenken oder sonstige Geschichten, dass keiner da mal irgendwie was überprüfen kann. Ja, was mir bei der Sichtung immer wieder in den Kopf kam, waren natürlich so andere Filme des Genres. Speziell vor allem Texas Chainsaw Massacre. Wir haben wieder so eine Art ja, Hinterwäldlerfamilie, die quasi eigentlich ihrem Job nachgeht, den aber in gewisser Weise ja pervertiert ausführt, sage ich mal, oder nicht mehr ganz so, wie das mal ursprünglich gedacht ist, was dann eben zu Toten und Mord führt. Genau, zumal auch der ja Hauptkünstler dieser Wachsfiguren, der diese Wachsfiguren schafft, wie Leatherface ebenfalls eine Maske trägt und da, wer da keine Parallele sieht, dem könnte ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich helfen. Ich finde das recht augenscheinlich. Und dann gibt es immer mal wieder so ein oder zwei Shots, bei denen ich einfach mal so diesen Gedanken habe, ja, das natürlich kennt man das so klischeetechnisch schon immer mal wieder, aber auch ganz konkret, also zum Beispiel wird dann gegen Ende des Films versucht jemand eine Treppe hochzulaufen, bleibt aber in den Stufen hängen und das ist für mich quasi eine 1:1 Anspielung auf Nightmare on Elm Street. Wobei ich auch gestehen muss, ich habe, wie gesagt, weder den 33er noch den 53er Film bisher gesehen, die ich mir damals eigentlich gewünscht hatte, aber dann habe ich diesen neueren Film bekommen, da ist was schiefgelaufen. ob und inwiefern da das eben schon damit gespielt worden ist. Also ich kann jetzt nicht sagen, diese Treppenszene kommt eher von Nightmare on Elm Street, vielleicht ist sie auch aus einer der beiden Vorgängerfilme. Das kann ich nicht beurteilen, das ist aber eben meine Seherfahrung bisher und deswegen muss ich da eben an Nightmare on Elm Street denken. Ja, wie gesagt, ich fand die Grundidee durchaus sehr, sehr reizvoll. Hab mich auch gefragt, so, wenn wir jetzt eigentlich, wenn dieses Projekt, was dort gemacht wird mit den Wachsfiguren, mal in Anführungszeichen fertig geworden wäre, wäre das nicht auch eine sehr interessante Geschäftsidee, wenn dann wieder Leute in diesen Ort kommen, der scheinbar eine Geisterstadt ist. Ohnehin diese Thematik der Geisterstadt oder dieses Verfalls, der industrielle Fortschritt, auch das finde ich so eine Art Parallele eben zu Texas Chainsaw Massacre, wo ja die Familie quasi durch den industriellen Fortschritt abgehängt worden ist, in die Arbeitslosigkeit gerutscht, so größtenteils sich noch irgendwie
auf irgendeine Weise knapp über Wasser hält, aber kaum Umgang hat mit anderen Menschen, sehr in sich geschlossen sozusagen nur kommunizieren kann, wenn überhaupt Kommunikation herrscht. Und ja, das ist auch hier wieder so ein Thema, das eines der prominentesten Beispiele im heutigen Amerika ist wahrscheinlich immer doch Detroit, das so quasi mit dem Verlust der Autoindustrie oder der Stahlindustrie auch quasi zu so verfallen ist. Ohne das jetzt eben eins zu eins darauf beziehen zu wollen, aber dass es eben diese Städte gibt, die einfach dann quasi so, wie auch bei der Besiedlung Amerikas, wir haben den Goldrausch, dann entstehen irgendwo schnell kleine Städte und dann ist der Goldrausch vorbei und es bleibt keine mehr in diesen Städten, weil es eben da nichts mehr zu holen gibt und dann verfällt das alles. Ungesehen, jetzt komme ich nicht auf den Titel des Films von Ryan Gosling, Lost River. Nee, das klingt irgendwie nicht so ganz passend. Aber der hat ja, glaube ich, auch, spielt unter anderem auch mit so einer halb verfallenen Stadt. Also ein Thema, das ich auf jeden Fall sehr reizvoll finde, was ich jetzt hier nicht bis ins Letzte ausgereizt sehe, aber trotzdem ganz brauchbar verhandelt. Ebenso auch die Thematik des Unerreichbaren. Die quasi natürliche Grenze, die uns hier gezeigt wird mit dem Fluss, der die eine Zufahrt dieses Ortes quasi versperrt oder ihn eben sehr schwer zugänglich macht. Es ist wirklich ein sehr abgeschiedener, abgelegener Ort, auch ein bekanntes Thema im Horrorfilm, dass wir eben eine quasi abgeschlossene Örtlichkeit haben. Man denke an The Thing, wo das ja ganz, ganz präsent ist, mitten in der Arktis. Also die Zutaten für einen ordentlichen Horrorfilm sind alle da. Ich halte House of Wax jetzt nicht für den super riesen Megafilm, aber dennoch für durchaus mal ansehbar. Er macht jetzt nichts wirklich grob falsch oder ist jetzt irgendwie riesig enttäuschend. Wer jetzt hier sich natürlich die nächste Offenbarung der Horrorwelt erwartet, gut, der könnte seine Probleme bekommen. Es sei denn, er hat noch nicht so viele Horrorfilme gesehen vielleicht. Ich finde ohnehin auch einige der Todesszenen äußerst unangenehm, also so mit Schere und Achillessehne, da zieht sich bei mir schon durchaus was zusammen und auch in der Folge, in der Erschaffung der Wachsfiguren gibt es da so einige Momente, wo ich schon so doch, es ist jetzt nicht so ein riesiger Schock, der sich da ausbreitet, sondern eher so eine Stimmung, die sich dann so ein bisschen durchzieht in diesem Gefühl der Wehrlosigkeit, was da eben etabliert wird. Das hat man übrigens auch ungemein clever gelöst, die Schauwerte bei den weiblichen Figuren, wie da aus bestimmten Gründen die Damen plötzlich nicht ganz so viel anhaben und dann nochmal ein bisschen umherlaufen oder auch einen Großteil des Films umherlaufen. Da war man ungemein kreativ. Und für die Damen gibt es da zum Beispiel dann auch einmal den durchtrainierten Oberkörper des Chad Michael Murray zu sehen oder für alle, die eben auf durchtrainierte Oberkörper an sich stehen. Was bleibt noch zu sagen? Ich habe den Film nicht reingeguckt, ich habe mit Carly geguckt, die ja auch schon ein paar Mal hier bei der Wiederaufführung dabei war. Und sie hat noch angemerkt, dass der Charakter von Jared Padalecki als so dermaßen unfassbar neugierig gezeigt wird, auch so als also wirklich unbegründet neugierig, dass man mit seiner Figur eigentlich wirklich kaum Mitleid haben kann, wenn es ihn dann erwischt. Oh, Spoiler. Und da muss ich doch ein bisschen zustimmen, das ist schon wirklich sehr extrem, wie neugierig dieser Kerl ist, was uns natürlich hilft als Zuschauer, die ganze Örtlichkeit dort kennenzulernen und herauszufinden, was sich da nur alles dahinter verbirgt. Aber es ist schon wirklich extrem, wie dieser Junge aus der Kleinstadt interessiert ist an allem, was sich auch nur ansatzweise entdecken lässt. Und wo man selbst ohne, dass man jemals einen Horrorfilm gesehen hat, weiß, also das kann ja nun wirklich nicht lange gut gehen. Also das noch so als kleine Anmerkung
Ein anderer Punkt, der von dem Film auch thematisiert wird, auch jetzt nicht wirklich riesig intensiv bearbeitet wird oder so, ist aber natürlich, wir haben es mit einem Wachsfigurenkabinett zu tun und dementsprechend gibt es immer wieder das Thema Masken oder auch der äußere Schein und dass natürlich nicht alles ist, wie es auf den ersten Blick scheint, dass sich hinter der Oberfläche meist noch ziemliche Abgründe verbergen, sowohl hinter menschlichen Masken sich Sachen verbergen, als auch die Gebäude oder ähnliches teilweise hinter der Fassade oder auch unter ihrem Boden noch andere Dinge preisgeben, die meist nicht mehr so erfreulich sind oder nicht so schön anzusehen sind. Finde ich auch durchaus ein reizvolles Thema. Ja, ich habe auch nochmal nachgeguckt, Jean Collet-Serra, der Regisseur, ist mir so in Verbindung mit Luc Besson ein bisschen bekannt oder dem ordne ich ihn hinzu, diese Europacore-Produktion. Habe allerdings weder Nonstop gesehen, noch großartig andere Filme von ihm. Das Einzige, was ich noch gesehen habe, war The Shallows, das Grauen aus der Tiefe, den ich auch durchaus ganz ordentlich fand. Das sind halt so relativ kleine, direkte Filme, die jetzt auch nicht irgendwie den Anspruch haben, groß was Revolutionäres darstellen zu wollen oder so, sondern wirklich recht geradlinig gemacht sind. Das finde ich auch noch eine Eigenschaft von House of Wax, dass man da recht ironiefrei rangeht. Das ist wirklich so geradlinig gemacht, was ja in dieser Post-Scream-Zeit spätestens nicht mehr so einfach ist oder man sich da schon sehr zusammenreißen muss, auch mal wieder so ein wirklich geradliniges Ding ohne blöde Witze oder das meine ich jetzt nicht in Bezug auf Scream. Scream hat kaum blöde Witze, sondern sehr gute Witze. Aber dass man eben das wirklich noch wirklich bierernst dem Zuschauer vorführt, obwohl man ja eigentlich quasi die Regeln und die Sets kennt und genau weiß, was eigentlich passieren wird und dann trotzdem eben so einen relativ geradlinigen Schocker abzuliefern. Und ich finde, das gelingt House of Wax ganz gut. Ich habe ihn quasi mit Letterboxd-Wertung 3 von 5 Sternen bewertet, denn ich finde, da gibt es auf jeden Fall deutlich schlechtere oder schwächere inszenierte Filme. Ich finde auch, der Film ist jetzt inszenatorisch nicht irgendwie herausragend, aber habe durchaus den Eindruck, dass man da eine Handschrift erkennen kann, dass man da versucht hat, bestimmte Sachen, auch wenn mir die nicht immer gefallen oder wenn ich die nicht immer positiv finde, aber da ist, denke ich, was vorhanden und das ist mir immer schon lieber, als wenn das eben so in Anführungszeichen völlig einfallslos runtergekurbelt ist. Gerade auch mit Perspektiven wird hier ganz ordentlich gespielt. Also wird, wir sehen Videokamerabilder, so rum, die eben in die Geschichte eingebunden sind und wir haben auch sehr oft Vogelperspektiven, also wirklich so eine komplette Draufsicht. Und das ist nicht unbedingt üblich, würde ich jetzt behaupten, in einem völlig banalen Horrorfilm. Ja, was ich bei der Bride of Frankenstein-Folge dann in der dritten Aufnahme vergessen hatte zu erwähnen, war in Bezug auf den Horror-Oktober, dass ich mir mal so die ganzen Listen angeschaut hatte und bin dann bei einer Sache gestolpert, und zwar bei, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Miss Booleana. Die hatte bei ihrer Auswahl dazu geschrieben, dass sie also einige Trash-Filme dabei haben würde und sprach dabei in dem Zusammenhang von Reanimator. Und das hat mich ein bisschen mal wieder verwirrt und dezent traurig gestimmt, denn ich finde nicht, dass Reanimator ein Trash-Film ist. Mich würde aber interessieren, wie ihr das so seht, gerade jetzt konkret am Beispiel Reanimator. Ist das für euch ein Trash-Film oder auch nicht? Und vielleicht eben auch, ja, was ist denn für euch ein Trash-Film oder warum gibt es vielleicht diesen, warum wird dieser Bezug vielleicht hergestellt, dass das ein Trash-Film sein könnte? Also ich hoffe zum Beispiel, dass wenn Miss Booleana den Film sieht, dass sie dann hinterher sagt, oh, ein Glück habe ich einen Trash-Film erwartet, denn ich habe dann einen ganz anderen Film bekommen. Ja, aber das wird sich dann zeigen noch im Laufe des Horror-Oktobers. Würde mich mal interessieren, was da so für Meinungen sind. Mich würde auch interessieren, was ihr von House of Wax haltet, wenn ihr ihn gesehen habt. Ist ja jetzt, ist mir jetzt auch wirklich erst bewusst geworden, als ich angefangen habe mit dieser Folge. Es ist ja jetzt der jüngste Film, den wir hier bei Wiederaufführung besprechen, von 2005. Also eigentlich völlig rausgeflogen aus so einem eigentlichen Zielbereich, sage ich mal. Und wenn ich das hier wirklich durchhalte mit dem Horror-Oktober, wird es auch noch ein noch viel jüngeren Film geben mit A Cure for Wellness.
Ja, auch da könnt ihr ja gerne mal Rückmeldung geben bei Twitter oder eben bei wiederaufführung.de in den Kommentaren, was ihr denn davon haltet, ob ihr uns jetzt direkt nicht mehr hören werdet oder ob solche Ausnahmen im Horror-Oktober auch in Ordnung sind. Ja, das wäre es zu House of Wax von mir. Weiterhin, wie auch bei der anderen Folge schon erwähnt, viel Spaß, viel Grusel, viel Horror, viel Schreck für euch auch im Horror-Oktober. Bis zur nächsten Folge.